Hallo liebe Freunde, mein Name ist Dirk Wietiger, ich bin der Cellist des Ensemble Musikfabrik und ich möchte euch künftig ein wenig über zeitgenössische Spieltechniken am Cello erzählen. Beginnen möchte ich mit dem vertikalen Streichen. Dabei müssen wir grundsätzlich unterscheiden zwischen Collegno mit der Bogenstange und Concrini mit den Bogenhaaren. In diesem Film heute möchte ich zunächst ausschließlich das vertikale Collegno-Spiel behandeln. Wenn die Bogenstange vom Steg aus vertikal über die Saite Richtung Schnecke gleitet, dann hören wir zwei glissandierende Töne. Der eine lautere Ton wird tiefer. Es ist die jeweilige Tonhöhe, die klingen würde, wenn man den Teil der Saite vom Auflagepunkt der Bogenstange bis zum Steg zum Schwingen bringt. Der andere Ton wird höher. Es ist die jeweilige Tonhöhe, die klingen würde, wenn man den Teil der Saite vom Auflagepunkt der Stange bis zum Sattel zum Schwingen bringt. Man hört, dass sich die beiden Töne in der Mitte der Saite kreuzen. Wenn ihr Komponisten seid, müsst ihr euch also überlegen, ob ihr beide Töne oder wenn nein, welchen der beiden Töne ihr hörbar machen wollt. Man kann eines der beiden Glissandi quasi ausschalten, indem man mit der linken Hand die Saite abdämpft. Man verwendet dazu in den Noten das Abdämpfzeichen, welches in der Regel so aussieht, ein Kreis mit einem Kreuz darüber. Wenn man dieses Zeichen schreibt, ist normalerweise gemeint, den Teil der Saite von der Bogenstange bis zum Sattel abzudämpfen, denn das ähnelt am ehesten der gewöhnlichen Spielweise. Nun ist also nur noch ein Glissando zu hören. Natürlich kann man auch den anderen Teil der Saite abdämpfen. Das müsstet ihr dann explizit dazu schreiben. Bitte bedenkt, dass es sich hierbei in jedem Fall um einen äußerst leisen Klang handelt. Die Saite sollte etwas rauer sein. Deswegen eignen sich die tiefen Saiten besser dazu. Sie klingen deutlich lauter als die oberen Saiten. Die Bogenstange sollte locker aufliegen. Am besten spielen wir in der oberen Bogenhälfte. Erhöhter Druck bringt zwar mehr Geräusch hinein, dies geht aber zulasten der Glissando-Wirkung. Um die Lautstärke also effektiv zu erhöhen und gleichzeitig den Glissando-Effekt zu erhalten, müssen wir die Geschwindigkeit des Bogens erhöhen. Das heißt, der Bogen müsste in kürzer Zeit eine größere Wegstrecke, das heißt einen größeren Tonumfang zurücklegen. Das ist äußerst wichtig für Komponisten zu beachten, gerade bezüglich der Balance mit anderen Instrumenten. Ohnehin ist diese Spieltechnik in einem großen Saal nur schwer hörbar zu machen. In kleineren akustisch trockenen Räumen hingegen kann sie sehr reizvoll sein, auch in kleinen Variationen, wie zum Beispiel dem Kreisen der Bogenstange auf der Saite. Oder dem Wischen, wobei wir auch hier die Bogenstange in der oberen Hälfte auflegen und die Bewegung aus dem Ellenbogen ausführen, wobei Unterarm und Bogenstange eine Einheit bilden. Bitte nicht das Abdämpfzeichen vergessen, wenn ihr nicht wollt, dass die leere Saite mitschwingt. Um ein besonders langsames Glissando zu ermöglichen, ist es beim Collegno-Spiel denkbar, das vertikale Streichen durch das gewöhnliche horizontale Streichen zu ergänzen, damit der Bogen zwar rasch gezogen wird, aber in der vertikalen sich nur langsam fortbewegt. Allerdings Achtung, auch hier droht die Glissando-Wirkung aufgrund erhöhter
Geräuschentfaltung unterzugehen. Dies ist allerdings wirklich nur Collenio möglich, beim Spiel mit den Haaren gelten andere Gesetze. Hier ist nun das Abdämpfen durch die linke Hand besonders wichtig, denn sonst übertönt die leere Saite das, was wir eigentlich beim vertikalen Spiel hören wollen. Ich möchte euch sehr empfehlen, alle diese Dinge selbst am Instrument auszuprobieren. Zur Notation möchte ich euch die Schreibweise von Helmut Lachenmann empfehlen. Er verwendet den sogenannten Stegschlüssel, der in der Vertikalen festlegt, an welcher Stelle des Instrumentes die Aktionen ausgeführt werden, wobei die Horizontale wie üblich die Zeitschiene ist. Alle Aktionen, die sozusagen Richtung Fußboden laufen, gehen im System nach oben. Bitte dies unbedingt beachten. Mit der Zeit werdet ihr weitere Videos dieser Art auf unserem Blog finden. Mein nächster Film handelt dann vom vertikalen Streichen mit den Bogenhaaren, Concrini. Bis dahin, viel Freude beim Ausprobieren.